Acesta prezentul de sede comunizată în Hombacea și este bine înfătrită. Această vreau să-i dank în prezidentul Bărbosti în seamnă timp pentru vorbereitul de verschiedenste proiecte die wir heute beschlossen haben, beginnend von Ernährungsberater über Historegio, Mitarbeitervorbildung, Jugendmobilitätskarte. Das sind schon einige Projekte, die wir jetzt wieder weiterbringen, dass wir mit Fug und Recht behaupten können, die Euregio lebt, die Euregio arbeitet gut zusammen im Interesse der Menschen in unseren Regionen. Ich freue mich auch darüber, dass wir uns verständigt haben, dass im Zusammenhang mit dem Kongress Altbach, dass hier ein Modell erarbeitet wird, dass die Bespielung von Altbach funktioniert, denn 3 Millionen Euro für die Erweiterung des Kongresses Altbach wurde von der Europaregion Tirol zur Verfügung gestellt, dass hier Sprachausbildungen stattfinden, Schülerforum stattfinden, damit hier auch die dementsprechende Bewegung gegeben ist, was das Forum Altbach betrifft. Andererseits, dass sich die Menschen, insbesondere die jungen Leute, treffen. Das Zweite ist die Situation rund um die Flüchtlings- und Migrationswelle. Die stellt sich wie folgt dar. Die Bundesregierung von Österreich hat beschlossen, dass es eine Obergrenze gibt an Asylwerbern von 37.500 im Jahre 2060. Derzeit haben wir Asylwerber in Österreich von 28.300. Das bedeutet, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird diese Grenze von 37.500 Asylwerbern gehalten werden können. Andererseits hat die Bundesregierung eine Sonderverordnung in Begutachtung gehabt, falls diese Grenzen nicht eingehalten werden, dass dort an den Grenzen kontrolliert wird. Ich kann aber sagen, dass ich sehr zufrieden bin, was die Zusammenarbeit der österreichischen und italienischen Behörden betrifft. Es wird massiv in Italien kontrolliert. Die Flüchtlinge werden festgehalten, werden registriert, werden kontrolliert und auch untergebracht, sodass ich derzeit sagen kann, dass am Brenner die illegale Migration überschaubar ist. Aber was natürlich notwendig ist, dass der Kontrolldruck aufrechterhalten bleiben muss in Italien, damit wir die Lage am Brenner so in Ordnung halten können, wie es derzeit der Fall ist. Ich möchte auch hier und heute sagen, dass das gemeinsame Auftreten der drei Landeshauptleute sowohl in Rom als auch in Wien und auch die Interventionen in Brüssel dazu beigetragen haben, dass wir eine Lage derzeit am Brenner haben, dass nicht das eintreten wird, was wir alle nicht wollen, dass die am Brenner kontrolliert werden. Das nächste Thema, Alemannia. Wir haben heute gemeinsam beschlossen, weil wir gemeinsam dieses Interesse haben, dass es keine neue Transitroute gibt, dass Alemannia abgesagt wird. Es ist eine Wiederbelebung des Projektes Alemannia derzeit in Brüssel hörbar. Und da haben wir strikt dagegen zu sagen, es entspricht nicht der Alpenkonvention und es entspricht auch nicht unserem Interesse, dass mit einer neuen Transitroute Regionen, Länder, Täler, aber auch Menschen massiv dadurch betroffen sind. Eine neue Transitroute Alemannia würde auch für das Osttirol eine unglaublich negative Situation bedeuten, weil hier das Osttirol überrollt wird. Und deshalb gibt es hier eine ganz eindeutige Beschlussfassung der Euregio, dass das nicht sein kann. Und ich glaube, das sind so die richtigen Signale, wo wir in essentiellen Bereichen auch politische Position beziehen, damit letztendlich auch in Brüssel hörbar ist, dass das mit uns nicht machbar ist. Danke.